Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich habe heute das Thema Element Wasser mitgebracht und in diesem Video erfährst du, wie dir das Element Wasser ja zu mehr Klarheit verhilft. Viel Spaß! Ja, und es geht los mit natürlich einer dicken Leinwand. Nein, es geht noch nicht gleich los. Ich habe, bevor ich mich dem Element Wasser oder bevor ich mich da so reingefühlt habe, eine kleine Meditation gemacht über Wasser, über Elemente. Und ich versuche mir natürlich immer auch ein Stück weit reinzufühlen in ein Thema. Was bedeutet für mich Wasser, das Element? Ne? Wir sind Einzeller. Wir kommen alle aus dem Wasser. Ne? Und jede Zelle trägt ja auch das Wissen schon in sich. Aber hier geht's jetzt los. Es ist ein dickes Acrylpapier, mit dem ich hier arbeite, Acrylfarben. Und ich verwende natürlich dem Thema entsprechend viel Wasser, von daher dickes Papier. Man sieht es also so richtig, wenn ich intuitiv male, weiß ich nie so recht, wohin mich der Weg führt, sondern ich lasse das so die innere Weisheit ein Stück weit zu Wort kommen. Und ich bin jetzt immer noch erstmal bei der Grundierung, na, so mal überlegen, welche Farben. Es sollte auch ein bisschen Gold mit rein. Das war für mich wichtig, ja, als Grundierung, so als Grundstruktur. Und nach wie vor eben das Wasserelement ist ja auch sehr klärend, verschafft mir viel Klarheit, gerade in der Situation, wo es auch entstanden ist. Und wenn jetzt hier die Grundstruktur fertig ist, das muss natürlich erstmal trocknen. Und ich arbeite jetzt erstmal an einem anderen Bild weiter, bevor oder damit das Wasserbild trocknen kann. Na, jetzt verhaspel ich mich aber wieder ganz schön. Und ich male meistens an mehreren Bildern. Und das ist auch ganz gut so, weil die Bilder, die verschiedenen Arbeiten profitieren voneinander. Ja? Und von daher, je nachdem, zu was ich gerade Lust habe, oder wenn man mit Acryl oder Aquarell arbeitet, müssen die Bilder ja auch erstmal trocknen. Ja, und das Element Wasser kann nun weiter bearbeitet werden. Und hier geht es jetzt so an die Figuren. Und da gab es so die ersten Schwierigkeiten bei mir, bei dem Bild. Ich wusste nicht, sind es offene Formen, geschlossene Formen. Ich war nicht hü, nicht hot. Also das hat alles, das war ein bisschen, war nicht so fluffig wie sonst, sondern so ein bisschen ja, mit so Widerständen verbunden. Na, ich wusste einfach nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ist es mehr Fantasie? Sind es Fische? Ich wusste es einfach nicht. Aber auch das ist völligst in Ordnung, ja. Weil, um mit der inneren Weisheit in Kontakt zu treten, das ist ja nicht einfach, dass ich mir jetzt sage, okay, jetzt, heute, in diesem Augenblick möchte ich mit meiner inneren Weisheit in Kontakt treten und ich habe die und die und die Frage und nein. So funktioniert es eben nicht, sondern man muss diesem Inneren, der inneren Weisheit, wenn ich mich jetzt dem Element Wasser nähere, auch den Raum geben, damit sie sich ausdrücken kann. Und wer meine Bilder kennt, der weiß, dass ich hier komplett was Neues male. Also das ist überhaupt nicht mein Stil. Und ich bin da gar nicht so zurechtgekommen am Anfang. Aber ich bin dran geblieben. Also das Bild ist auch an mehreren Tagen entstanden. Und Wasser ist halt verschafft dir Klarheit. In bestimmten Situationen, wenn du eine Frage hast,
klarer sehen. Wenn du mehr über das Thema heilsames Malen und Hochsensibilität erfahren möchtest, habe ich dir hier einen Link vorbereitet. Ja, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt für die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel, hochsensitiv und eine trockene Alkoholikerin. Und da eben jetzt der Link. Ja, und hier jetzt nochmal zu dem Bild. So langsam, wenn ich mir das angucke, ich weiß es ja auch noch, ne, kam ich rein so in den Fluss, ne, ins Spielen, spielerisch sich dem Element nähern, ja. Wir können lange leben ohne Nahrung, aber nur zwei, drei Tage ohne Wasser. Mit Luft, Element Luft, ist es ja noch, geht ja noch weniger, 2 Minuten, dann kippt man um aus den Latschen. Ne? Also versuch mal reinzufühlen, was Wasser, oder mal anders ausgedrückt, wo wünschst du dir klarer zu sehen? Oder was ist verschwommen in deinem Leben? Was ist nicht klar? Wo schwimmst du? Ja, und weißt noch nicht so recht, in welche Richtung. Frag das Element Wasser. Geh schwimmen, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, man fühlt sich so rein und sauber nach dem Schwimmen. Herrlich. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Na, wir waren jetzt gerade eben beim Thema Schwimmen. Ich bin ja an den Seen, an den bayerischen Seen groß geworden und auch jetzt noch, wenn ich viel schwimme, dann fühle ich mich so rein, so sauber. Also jetzt nicht, weil ich sauber gewaschen bin, das meine ich nicht, sondern Wasser reinigt ja auch die Aura. Also das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Empfehlung, wenn du klarer sehen möchtest, geh viel schwimmen. Also jetzt natürlich nicht in die Chlorpampe, ne? Das meine ich jetzt nicht, sondern am besten wäre natürlich das Meer oder ein Süßwassersee. Und du machst es jeden Tag, egal bei welchem Wetter. Und du wirst spüren, du siehst klarer. Was auch der Wind übrigens macht. Der Wind säubert auch die Aura. Und hier haben wir jetzt auch klare Linien. Also die Formen sind ja, ich male erstens mal in den Formen, so wie hier jetzt. Und die Formen werden ja dann noch mit dem dunklen Stift umrandet, was mir wiederum Klarheit und Struktur verschafft. Für mich wichtig auch als genesene Süchtige. Ja, und somit entstand dieses Bild, was überhaupt nicht meinem Stil entspricht. Und ich fand es aber trotzdem witzig und es hat Spaß gemacht. Einfach nur Fun. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames Malen und vielleicht bis nächste Woche. Alles Liebe und Tschüss.